90% unserer Geschäfte betreiben wir mit der regionalen Landwirtschaft. Schon seit Jahrzehnten bringen uns die Landwirte ihr Getreide. Die Firma Moser ist auf den Standort hier in Ingolstadt so aufgestellt, dass wir überwiegend Getreideannahme machen. Der Kunde bekommt aber auch Dünger, Pflanzenschutz und Futtermittel von uns. Und der Schwerpunkt vom Getreide ist einfach die Erfassung von Qualitätsweizen, den wir dann dementsprechend separieren bzw. aufbereiten, dass wir dann unsere Kunden dementsprechend verladen können. Die Herausforderung bei der Planung von der Anlage war, dass wir sämtliche Schritte nebeneinander fahren können. Als erstes mal die Getreideannahme, während wir gleichzeitig den Reinigungsprozess laufen lassen können, beziehungsweise dann wieder die Verladung von den LKWs, die was zeitgleich geschehen kann, und dann auch noch die Trocknungsanlage permanent laufen kann, ohne dem, dass wir im normalen Betrieb eingeschränkt sind. Die Firma Bühler konnte die Firma Moser bei der Realisierung dieser Anlage und der Erfüllung spezieller Bedürfnisse insofern dienen, indem wir eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Getreideprozesstechnik haben, die höchsten Ansprüche an Hygiene mit Food Safety mitbringen und vor allem wir kennen uns aus zwei bereits realisierten Anlagen in der Vergangenheit. Für uns hat eine große Rolle gespielt, dass wir die Firma Bühler seit langen Jahren kennen und vor allen Dingen mit Mitarbeitern bereits seit teilweise 30 Jahren zusammenarbeiten. Wir wussten, was die Leute können. Ein weiterer Vorteil war, weil uns die Firma Bühler als Vollsortimenter von der Planung über die Maschinenlieferung, Silolieferung, Hallenbeschickung plus Montage eine komplette Dienstleistung bietet. Bei dieser Anlage bestand die Herausforderung darum, in diesem begrenzten Areal und L-förmige Anlagen des Geländes alles das zu unterzubringen, was der Herr Moser von uns wollte, das heißt maximales Lagervermögen, Schaffung eines neuen Maschinengebäudes mit Bearbeitungszellen, den Gleisanschluss, den er unbedingt benötigt für das Weitergeschäft, mit einzubinden und das in einem vorgeschriebenen Zeitfenster, das heißt der Auftrag wurde im April erteilt und das Jahr darauf, Ende Mai, sollte die Inbetriebnahme erfolgen. Es ist so, dass die Kapazität von der Annahme, die haben wir fast verdoppelt. Die Lagerkapazitäten haben wir auch in etwa ungefähr verdoppelt. Und die ganzen Abläufe sind momentan wieder auf dem modernsten Stand. Die neue Anlage macht uns viel Freude, weil wir deutlich höhere Kapazitäten haben, hohe Annahmeleistung und vor allen Dingen für unsere Kunden einen hohen Mehrwert erzeugen, aber auch für unsere Mitarbeiter, weil unsere Mitarbeiter jetzt staubfrei arbeiten können und auch vom Gesundheitsschutz wesentlich besser arbeiten können wie in der alten Anlage. Wir sind rundherum zufrieden.